Hallo und moin aus der Werkstatt des Altmetalls mit einem Zustand, der war noch nie so schlimm wie heute. Nein, ich bin da oben im Ludolfischen Raum. Der ein oder andere kennt diesen Ludolfischen Raum aus der Theorie. Ein Raum, den man aufmacht und immer nur reinschiebt. Immer nur rein. Und jetzt ging mir es auf den Sack. Jetzt ist der Tag gekommen, wo ich sage, nein, geht mir hart auf den Sack. Jetzt stehe ich hier in ganz viel Karempel. Ja, wunderschön, oder? Alter, es sieht hier aus wie in so einer Messi-Bude. Es muss geändert werden. Es muss. Ja, ich habe neulich von einer Werkstattauflösung Schwerlastregale bekommen. Die sind über. Hier stolpert man von A nach B. Die sollen da oben rein. Das sind so normale Blechregale, aber ein bisschen verstärkter. Irgendwie 50 cm tief, 1,20 m breit. Da will ich 3 Stück da oben reinstellen. Und jetzt packe ich gerade alles von A nach B. Es ist noch schlimmer als vorher, Leute. Es ist noch schlimmer. Ich mache euch da gar nicht mit reinnehmen, ne? Und dann entwickelt sich hier so ein Haufen mit Sperrmüll, alles, was man da oben so findet. Ja, es ist, wie gesagt, immer rein. Ne? Hier ist noch so ein alter Sitz. Ich habe keine Ahnung, wo ich den da reingestellt habe. Es ist viel Metall dran. Das geht auf den Schrott. Irgendwelche Rohre, Schläuche, Sitzgelegenheiten. Hier ist so ein Brett mit so einer Halterung. Da kannst du Flex einspannen, kannst du Rohre mitschneiden. Das habe ich mir damals mal gebaut. Hier, da kannst du ein Rohr reinlegen und ganz gezielt ein Rohr drehen. Hier ist noch so ein Gegenlager. Da konnte ich ein Rohr reinlegen. Vielleicht schraube ich sie ab. Ich weiß es nicht. Erstmal, aber weißt du, wenn du abschraubst, dann hast du den Scheiß wieder irgendwo liegen. Und wie wir am Mittwoch gesehen haben, da steht der Drycutter. Das soll hier unsere Werkbank alles so ein bisschen mit Teleskop auszügen. Ja, brauchst du nicht, ne? Brauchst du nicht. Also weg mit dem Krempel. Hatte ich Mittwoch ja gesagt. Ich hatte schon mal so einen Drycutter. Edelstahlrohre frisst die Sägeblätter weg, obwohl das hier von Vivo echt super dünn ist. Das geht wie Butter. Damals, die Kiste war von Dewald, da war ein wesentlich breiteres Blatt drin. Es ist auch einige Jahre her. Ich denke, mittlerweile hat sie auch einiges getan. Da habe ich mir sowas mal gebaut, um da so Rohre drin zu schneiden mit einem kleinen Flex, um die Endkappen da reinzukriegen. Ja, dann viel Pappe, viel Schaumstoff, irgendwelche nicht mehr definierbaren Flüssigkeiten. Sowas hier zum Beispiel, das muss halt alles irgendwie entsorgt werden. Ja, und sowas hat sich da irgendwie aufgetürmt. Seit, keine Ahnung, 15 Jahren steht dieser Krempel da rum. Und jetzt muss das weg. Hier aber noch ein wunderschönes Lenkrad von so einem Deutz hier vom 514. Das kommt jetzt endlich mal weg. Ja, so Krempel halt. Und wenn man das nicht konsequent macht, dann ändert sich da auch nichts. Deswegen räume ich den ganzen Bums jetzt aus, dieser Raum. Da werde ich auch gleich mal ein bisschen Farbe nehmen. Es ist furchtbar. Ich möchte das gar nicht, ey. Ich glaube, ich möchte das nicht. Nein, gerade mal reingeguckt. Nein, das machen wir nicht. Vielleicht später, wenn es fertig ist. So, jetzt werde ich meinen Kochanhänger vor die Werkstatt schieben, um den Krempel mal von den Füßen wegzukriegen. Und ich gucke gerade, weil ich zum TÜV muss. Nächstes Jahr. Schön. Hat gerade richtig gegaldert. Es kam hier gerade richtig Regen runter. Macht den Anhänger auch mal so ein bisschen sauber. Das ist gut. Und der Große, von der Werkstatt aus, kann man da ganz gut hingucken. Da muss heute noch die Plane runter. Den brauche ich. Oder den brauchen wir am Wochenende. Also ihr guckt, ich fahre. Ich kann mal kurz nach oben gucken. Na, wie ihr seht, so viel Wasser steht gar nicht mehr drauf. Das war ja ein großes Problem und das wurde auch irgendwie behoben. Ja, da soll heute, wie gesagt, noch die Plane runter. Samstag kommt der Unimog davor, der 4.6. Und da werden wir da schön mit losfahren, um 9 Blödsinn auf dem Hof zu holen. Solltet ihr euch irgendwann mal einen Anhänger kaufen wollen, nehmt immer diese Heckstützen mit. Besonders auf Schrägen, wenn euch das Ding wegrollt. Ihr könnt den hinstellen, vorne hochbocken, dann haut er nicht mehr ab. Die Heckstützen ist ein wichtiges Anbau-Zubehörteil an so einem Anhänger. Würde ich jedem empfehlen, egal welchen Hersteller. Ne? Und wofür braucht man diese Heckstützen noch?
wenn man sich mal einen Platten fährt, dann machst du die Stützen hinten runter, kurbelst den vorne hoch und dann hängt die Achse frei. Da braucht ihr nicht mal einen Wagenheber, um diesen Anhänger anzuheben. Ja, hast einen Tandemachser, den kannst du nochmal irgendwie auf den Bordstein fahren. Beim Einfachen hinten mit diesen Stützen. Ja, mal so als Erfahrungstipp, ne? Ja, nach dem Regen kommt die Wärme. Es ist so mega schwül. Mega schwül. Und das hier, wie gesagt, hat noch Bestand von vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Ja, ich räume die Bude jetzt leer, nach und nach. Mache die Wand jetzt hier weiß. Wie gesagt, es ist kein Wohnraum, es ist nur ein Lager. Hier kommen nachher die Regale rein. Um den ganzen Krempel mal ein bisschen voreinander zu kriegen. Dass wir auch drüben die Sachen ein bisschen wegkriegen. Ich schwitze wie eine Sau, ich bin klatschnass. Luftfeuchtigkeit, ich weiß nicht, 80% dort gefühlt. Und ja, dass ich den Scheiß immer vor die Füße wegkriege. Ganz schlimm gerade, ganz schlimm. Ja, kann man nicht vorweglaufen, doch kann man schon. Habe ich jetzt auch lange gemacht, besonders wenn du am Film bist. Weil das hier, das frisst viel Zeit für wenig Nutzen. Jedenfalls wenig Nutzen für euch. Und nee, da muss ich jetzt durch. Ich muss jetzt zwei Wände muss ich freikriegen. Hier stand jetzt auch so ein altes Tüdelregal. Das habe ich jetzt hier in der Ecke erstmal reingeschoben. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie ich das hier so wirklich hinschneide. Vielleicht pixel ich den Rest weg. Also es ist, man sitzt hier zwischen Kisten und Krempel, ne? Also kein Müll. Es ist ja kein Müll. Ach, hier liegt alles rum. Hier liegt alles rum. Nee, hier muss weg. So, und dann bin ich am Überlegen, mal so ein Farbsprühsystem zu besorgen. Die gibt es ja auch für Makita-Akkus, wo du ja so Wandfarbe mit sprühen kannst. Ja, hier kommen ja wie gesagt die Regale hin. Das muss jetzt erstmal weiß. Und den Rest möchte ich ganz gerne sprühen, weil ich hasse Streichen. Streichen und Rollen macht mir persönlich gar keinen Spaß. Diese Farbsprühsysteme. Ich weiß ja, ob er da das Billigste aus China nehmen soll. Oder was von, ich weiß gar nicht, Walter ist das, ne? Diese gelben Dinger. Vielleicht hat da jemand Erfahrung. Ich kann die mal unten reinschreiben, mal teilen. Wer so ein Farbsprühsystem hat. Und ich würde jetzt hier noch eine Stunde streichen. Und dann müssen wir auf alle Fälle noch die Plane runternehmen. Das haben wir wohl auch schon mal gesehen. Aber auch das gehört heute mit zu diesem Tüdelmittwoch. Zehn nach vier und kladdernass. Luftfeuchtigkeit, wo seid ihr denn? Da seid ihr. Luftfeuchtigkeit 72%. Nach dem Regen kommt die Wärme, ne? Der Ludolfische Raum. Ja. Immer noch katastrophal. Und ein kompletter Anhänger voll Müll. Ein ganzer Anhänger voll Müll. Hier so ein altes Snowboard. Was man hier nicht alles findet. Ein Pavillon. Ja, wurde Zeit, Leute. Wurde Zeit. Frisst viel Zeit. Wurde Zeit. Wie gesagt, nächste Woche. Kriege ich die Regale. Die müssen auch gleich rein. Dann räume ich den ganzen Krempel um. Und dann räume ich es ein. Bremse zu Bremse, Schläuche, Kabel, Farben, Lacke. Alles, was hier so rumsteht. Werkzeugkoffer, das soll da alles rein. So Biegemaschine soll unter den Regalen. Die müssten groß genug sein. Und da kriegt man dann einiges rein. Die Räume da oben, der Hauptraum, der ist 4x4 Meter ungefähr, 4,20 Meter, 4,30 Meter in der Ecke. Nebenan ist noch wie so eine Art Bar ist eingemauert. Das ist nochmal ein Streifen von 1 Meter, weiß ich, 30 mal 4 Meter und links ist noch ein Raum, ein kleiner von 2x2 Meter ungefähr. 1,80 mal 1,80. So. Das will ich jetzt nach und nach mal ein bisschen schick machen, um den ganzen Krempel von hier mal ein bisschen auszulagern, um das mal vernünftig in die Regale zu kriegen. Das ist, ja, wie gesagt, für mich viel Arbeit, für euch langweiliger Content, ja, gehört dazu. Ich mache jetzt die Plane dicht und dann will ich den Anhänger mal irgendwo hinstellen, wo weiß ich auch noch nicht. Und dann muss der Dolz runter und dann muss die Plane noch ab. Viertel nach vier, mal ein bisschen Gas geben, ich brauche den Trailer.
Schön. Trailer ist vorbereitet. Da kommen jetzt noch die Spanngurte rauf. Schlüssel liegt im Onimog. Und als ich letztes Mal den 2010 hier rauf gezerrt habe, habe ich ja die Kurbelwinde genommen. Boah, da hat irgendwie sie gar nicht Spaß gemacht, ne? Ja, Anhänger ist 4 Meter lang. Rampen haben, glaube ich, 2. So, mich bei 6. 6. Deichsel nochmal 1,5. Ja, 7,5. So, dann hängt das Ding am Unimog dran. 7,5. Wenn ich hier von der Ackerschiene, so, das ist ja hier meine Ackerschiene, die hängt ja hier drin in den Kugeln. Hatte hier so eine Verdrehsicherung, dass sie sich nicht wegdreht. Ne? Aber hier ist ja, mein Name ist ja sogar reingraviert, das muss ein bisschen schön aussehen. Ist halt ein bisschen Optik, ne? Ist halt so. So, am Rande pritscht das auch runter, die haben wir da gerade hingestellt. Onimog ist nackt. Der Rahmen, da kann ich jetzt weitermachen, pritsch das runter. Und ich habe jetzt meine Winde gerade mal rausgesucht. Die habe ich mir damals mal gekauft. Ach, das ist Billigwinde, ne? Ich glaube, normale Zugkraft 500 und doppelt mit so einer Umlenkung 1000. Dann geht die auch schon in die Knie. Ich meine, es gibt ja Menschen in Deutschland, die versuchen dann nachher eine fette Kabine mit runterzuheben. Ich bin gespannt. So, und diese Winde habe ich damals benötigt. Hier sind so eine Bügel, da habe ich damals ein Rohr durchgesteckt. Außen hinter dieser Tür ein Kantholz rumgerackt. Habe dann unten die ganze Tür rausgerissen, habe die dann irgendwann nach hinten abgebunden und abgesteckt mit dem Erdnagel. Und habe damals mit dieser Winde hier komplett durch die Werkstatt mein Unimog hier reingezogen. Hier ist ja alles so ein bisschen auf Gefälle. Und wo ich den 4.6 auseinander hatte, musste da mal raus, hier Hütte aufbauen und so. Und dann habe ich das mit dieser Winde gemacht. Ich weiß gar nicht, das Seil ist, glaube ich, gar nicht so lang, was hier drauf ist. Das reichte damals nicht von der Tür bis, ja, ich sag mal, Mitte Ausfahrt. So, Werkstatt sind 6 Meter, gut, waren 8, ja, könnte knapp werden, müsste reichen. Und jetzt möchte ich diese Winde irgendwie in den nächsten Tagen noch hinten an meiner Ackerschiene befestigen. Ja, hier ist ein Lochbild drin. 100er Maß. Und in diese Richtung 230. Das hier drin sind 45. Ich habe nichts, was 45 ist. Ja, da können wir das nämlich hier einfach durchstecken. 45er Rohr, ich muss mal gucken. Und in diesem Mittelbereich einfach abstecken, dass man über die Ackerschiene kommt. Das muss ich auch alles ein bisschen bewegen. Das muss alles ein bisschen nachgeben und hier nicht komplett steif sein. Oder ich muss die Verdrehsicherung rausnehmen. Ihr seid schon ein bisschen neugierig, oder? Werden wir Samstag sehen. Gehe ich ganz stark davon aus. Gekauft ist zugesagt. Geldlich bereit. Anhänger ist bereit. Unimog muss ich noch durchgucken, ein bisschen Öl gucken und so. Und dann werde ich Tüdel abholen. Ja. Freut euch drauf. Ihr werdet überrascht sein. Auf alle Fälle kommt mein Sohn mit. Da muss ich mal gucken, wie wir es mit dem Film machen. Ne? Meine Kinder haben im Netz, wie gesagt, nichts zu suchen. Aber so ein Mann kriegt eine eigene Kamera in der Hand. Den gebe ich nur GoPro. Und dann wird es sogar eine Kids-Cam geben. Ich bin gespannt. Mal gucken. Ja, da werde ich mir jetzt mal eine Zeichnung machen. Mit Maßen. Und dann muss ich mal Material zusammensuchen. Und dann am besten mit so einer Blechlasche über die Ackerschiene rüber, 20er Schraube durch, alles ein bisschen hart verschweißt. Müsste eigentlich funktionieren. Ne? Strom ist wohl da, sollte da sein, Kabeltrommel mitnehmen. Dann kann ich die das mit elektrisch den Bums da auf dem Anhänger ziehen. Ihr werdet staunen. Macht gar keinen Sinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Egal, so, weiter. So, ich war gerade mal duschen, den ganzen Tag nur am Schwitzen. Die Uhr ist jetzt kurz nach 6. Ja, in 2 Stunden fahre ich wieder zur Arbeit, zur Nachtschicht. Ja, mit der Winde muss ich mal ein bisschen Gedanken machen. Gerade mal beim Anhänger gewesen, ob ich die irgendwie an den Anhänger rankriege. Da ist alles Käse, ist alles Büchsenblech, ey. Ist alles Büchsenblech.
Ja, da werden wir noch irgendwas basteln. Irgendwas schnell zusammengeschustert, Platte, 4 Bohrungen rein, oben eine Lasche, kann ich dann verschrauben. Mitnehmen, Strom da, geil, kurz einklinken, elektrisch raufziehen, kein Strom da, mit der Hand kurbeln. So ist der Plan. Ich bin das mal weg. Wir sehen uns nach der Blende, wahrscheinlich mit der Winde. Und dann mal gucken, wie der ganze Kram hier wird. Vielleicht machen wir noch ein bisschen am Unimog weiter. Muss ich mal gucken. Ja, so Leute, für heute bin ich weg. Moin zurück und der nächste Anhänger steht auf dem Hof. Wir haben die letzten Holzstämme sägen lassen. Klar, die Schwarten, die werden wir klein sägen, die kommen wieder in den Ofen. Ne, ein paar Bohlen, hier ein bisschen zelliges Holz, ein paar Kanthölzer, Lagerhölzer. Das werden wir jetzt wieder aufpacken. Der Anhänger steht ja voll im Weg. Da kommt nachher mal der Deutz vor, da muss ich mich noch ein Stück weiter, da zu dem Mast. Bretter werden weniger. Ja, meine Eltern haben echt Gas gegeben und haben hier schon mal die Zaunpfosten gesetzt. Menge Arbeit. Ja, da geht das Holz hin. Und jetzt gehen wir wieder in die Werkstatt. Und ich wundere, ich hatte Nachtschicht. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Das heißt, die Augenringe, die ziehen sich wahrscheinlich bis Meppen. Aber ist doch egal, ne? Geht immer weiter. Zum Beispiel an der Winde, die jetzt noch an den Unimog muss. Schön. Die soll hinten an der Ackerschiene ran. Ich habe jetzt hier schon mal einen Halter gebaut. Habe das mal alles ein bisschen vorgespult. Das ist ein geschweißter Halter, den ich dann einfach abstecken kann. Bin gespannt, ob das alles funktioniert. Den werden wir jetzt mal eine Winde verschrauben und dann machen wir mal ein Probestecken am Unimog. Reines Theorie-Ding. Ich bin gespannt, ob das in der Praxis funktionieren wird. Ob die Seilwinde gerade zieht. So, was haben wir denn nachher an Gewinde über? Oh, das reicht. Das reicht. Manchmal darauf achten, ne, dass auch mindestens 8,8er Schrauben sind. Fernost, die verbauen auch ganz gerne mal minderwertige Schrauben. Da steht entweder gar nichts drauf oder 4,4. Das sind so eine Möbelschrauben. Also 8,8 müssen das schon sein. Nicht, dass hier die Schrauben abreißen. Die sollte man dann mal ersetzen. Die knalle ich jetzt hier mal an. Und dann stecken wir das mal an die Ackerschiene. Ja. Wie gesagt, am Anhänger könnte ich es auch verschrauben, aber wenn es nicht funktioniert, habe ich so meine originale Kurbelwinde und die hier ist nicht im Weg. Oh. Oh. Stecken wir den Kram mal ran, wa? So, mal gucken, ob das funktioniert. Die Kabel sind natürlich alle super kurz. Auch die Fernbedienung ist sehr kurz. Aber alles besser als Kurbel, ne? So, funktionierst du? Siehste, gucke mal. Schön. Das wird hier keine große Wissenschaft drin sein. Ich werde den mal kurz aufschrauben und dann mal reingucken. Vielleicht können wir das Kabel ja noch verlängern. Dann braucht man nicht immer hin und her tänzeln, sondern könnt ja gemütlich drin sitzen, lenken und nebenbei die Karre hochziehen. Ja, wenn jetzt hier 2 Kabel drin sind, schneide ich die Leitung einfach durch und setze dann Stecker zwischen. Vielleicht. Mal gucken. Viel darf es ja nicht sein. Am besten links und rechts einen kleinen Harting. Das wäre der Hammer. Dann könnte man nämlich die Verlängerung einfach dazwischen stecken, wenn man sie braucht. Das ist schon wieder Zeit, die ich ja nicht gar nicht geplant habe. Ey. So, kurz reingucken hier. Und weg. Ja, 4 Adern sind drin. Die kommen hier an. Gelb, weiß, blau und rot.
So, jetzt gucke ich mal, ob ich eine Zuleitung habe mit mindestens 4 Adern. Muss ja nichts Tolles sein. 4x1, 4x1,5, irgendwie so die Richtung. Da gehe ich mal gucken. Ja, Kabel hätte ich da in 4x1,5, Ölflex. Aber ich finde meine Hartingstecker gerade nicht. Ja, das ist einfach durchzuknipsen und dann eine Listerklemme oder eine Vago-Klemme zwischen zu machen. Ja, das ist blöd. Das ist blöd. Nachher stehst du da, dann löst sich da was und dann kriegst du den Kram nicht mehr gefahren. Und nee, also wenn irgendwann mal vernünftig mit vernünftigen Steckern, irgendwie so ganz kleine Hartingstecker, die habe ich aber gehabt, die wollte ich eigentlich mal am Deutz anbauen, wenn man den trennt, dass man männlich-weiblich so positioniert, dass man Verlängerungskabel hat, was man dazwischen kriegt oder halt die Bedienung da direkt ransteckt. Nee, so macht das keinen Sinn. Wir sind ja zu zweit. Einer lenkt, einer zieht. Ja, das reicht. Das reicht. Die muss auch gleich ab, weil der Anhänger, der geht hier ganz knapp dran vorbei. Hier die Kurbelstütze oben, das Rad, also die Kurbel, die ist im Weg. Wenn ich lenke und die Ackerschiene ist ganz oben, laufen hier die Unterlenker ganz knapp an diesem Anhänger vorbei. Das wird mit der Winde nicht funktionieren. Oh, die Plastikrahmen, wenn man es einmal auseinander hatte, ne? Ja. Schön. Ich glaube, das funktioniert. So brauchen wir schon mal nicht mehr kurbeln. Und hier mit Umlenkung doppelt gelegt, ne? Einfach 500 doppelt eine Tonne. Das sollte funktionieren, um das Gerät auf den Anhänger zu zurren. Ja. Mal gucken, was das morgen wird. Sind ja Räder dran, ne? Rollt ja. Sind ja Räder dran. Schön. So, das funktioniert tadellos, wie ich mir es vorstelle. Sehr gut. Muss ich gleich nochmal die Leitung raussuchen. Verlängerungskabel. Unimog hat ja 7-polig, Anhänger 13-polig und ein Verlängerungskabel muss dazwischen. Ich werde die Bude mal eben kurz anreißen. Und das ist ja auch so ein Ding, ne? Schreiben jedes Mal mal ganz viele Leute, mal kurz einen Gang rausnehmen, dass ich den neben dem Fahrzeug starte und da nicht drinnen sitze. Ja, was soll da passieren? Also Kupplung, dass sie klebt, klar, kann passieren. Es ist halt immer so ein bisschen risikohaft, aber kurz ein Verlängerungskabel ranrödeln. Das ist ja wie gesagt so ein Adapterkabel, was auch so ein bisschen, weil das reicht nicht, ne? Also hier, das reicht nicht, hier muss auch ein Adapter zwischen. Auto hat 13-polig und ich habe den Anhänger, wenn, öfters am Auto und nicht am Unimog. Und den packe ich jetzt hier hin und straps den einfach fest mit dem Kabelbinder. Dann hat er hier genug Spiel zum Arbeiten und dann ist das alles schick. So. Guti, haben wir das auch fertig. Ich bin gespannt, was morgen geht. Und ich bin gespannt, ob diese Seilwinde das reicht, diesen Karempel. Diesen Karempel hinten drauf zu zerren. So. Genau. Mal gucken.
Schön, ne? Schön, schön. Ja, alles dran, Rampen unter, Heckklappe habe ich raus. Die muss man beim Eduard nämlich rausnehmen. Durch diese kleinen 10 Zoll Bereifung liegt die Klappe auf dem Boden auf. Deswegen lassen wir sie gleich draußen. Seitenklappen rausnehmen, ja, kann man machen. Kriegst du aber alleine nicht mehr rein. Du musst nämlich hier diese 5 Haken, die hier, die müssen da alle zeitgleich rein. Und wenn man hier mal lang guckt, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. So. Ja, sie ist schon gerade, aber es ist ein ganz, ganz leichter Bogen drin. Alleine ist es eine Qual. Ackerschiene ist komplett oben. Ich könnte jetzt die Seilwinde wohl reinhängen, aber dann wird sie nass. Es gibt mal wieder Regen gleich. Ich werde das mal einen Schlüssel holen. Wird den hier mal losmachen, ob ich den so losbekomme, dass sie sich frei bewegen kann. Weil jetzt würde ich die Seilwinde ja in diesem Winkel haben und dann würde ich das glaube ich, funktioniert nicht. Ich hole mal kurz einen Schlüssel oder eine Zange. Was ist denn das hier? 30 Hertz? Das werden wir noch mal kurz testen. Ist alles recht stramm gebaut. Ich glaube, ich kriege die jetzt nicht einfach so rausgedreht. Glaube ich. Da war mal irgendwie was. Das wird es aber besser machen. Das wird es besser machen. Mal sehen. Die muss ich auf alle Fälle frei drehen können. Vielleicht nehme ich sie komplett raus. Soll sie sich halt drehen. Ja, das ist das Ding. So stramm. Strebe rausnehmen hier. Verdammt. Ach, anderen Schlüssel. Ah, siehste. Nun ist das alles vorbereitet. Die Ackerschiene kann sich jetzt frei drehen. Ja. Ja, sehr gut. Dann kann ich hier die Winde abstecken. Die ist leider mit Strom, 230 Volt. Eine 12 Volt Winde oder eine mit Funk oder hydraulisch oder wie auch immer. Aber so eine Winde ist besser als gar keine. Ne? Und das ist immer noch besser, als das Ding mit der Hand zu kurbeln. Ja, ich bin gespannt. So schwer ist der ganze Krempel nicht. Es wird sich schon irgendwie bewegen. Wir kriegen das ja schon irgendwie raufgeschlurrt. Anhänger ist fest. Ja, und hier die Bordwand, die kann ich runterklappen. Ne? Zopp. Und dann geht das Seil komplett über den Anhänger und ein paar Spanngurte einpacken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Herrlich, ne? Herrlich. Und bald werden wir dieses Bild sehen mit Karempel obendrauf. Ich werde Rüdiger jetzt nochmal anreißen, um den Trailer nach oben zu zerren. Der Unimog hängt jetzt dran, den hänge ich auch nicht nochmal ab. Und der D30, wenn der gleich Druck auf den Arsch kriegt, dann packt er das auch. Der Anhänger muss weiter hoch. Wir müssen hier auf Höhe von den anderen Bänken. Hier liegt das Kantholz unter. Das sind die Bohlen, die wir sägen lassen haben. Da liegen auch noch Bretter für den Zaun. Ja, den ziehen wir jetzt mal nach oben. Und dann lade ich den gleich ab mit Vadern. Und dann ist das auch erledigt. Dann wollen wir das Biest mal holen, wa? Schön. War auch wieder alles im Gang, was man irgendwie hier im Gang haben kann, oder? Dafür, dass man nicht ein Quadratmeter Land hat, ne? Ja, Holz, wie gesagt, lade ich jetzt mit Vadern ab. Wir haben ihm das so ein bisschen frei in die Hand gegeben, was wir draus sägen. Hier kannst du halt Dachlatten raussägen. Wenn die vorher sägst, dann hast du einen Knacken drin, die fallen nicht auseinander.
Ja, da packen wir jetzt ab. Zehnerkantholzer ist immer gut. Zölliges Holz ist immer gut. Ja. Um es in den Ofen zu stecken, ist es einfach zu schade. Ne? Klar, außer die Schwartenbretter. Aber ansonsten, Bretter sind immer gut. Schön. So, fängt es auch an zu regnen. Astrein. Habe ich beim Unimog alles zu. Ich habe jetzt einen Liter Öl nachgekippt. War jetzt ein paar Tage mal mit unterwegs. Ein bisschen Stammtisch, ein bisschen Kieskuhle. Ja, und jetzt hat er einen Liter gebraucht. Ja, mach ich mal kurz hier. Moment. Und das ist okay. Ja, ein bisschen Öl verbrauchen die alle. Auf das Bläuen von diesem Unimog. Da ist ein OM352 drin. Das heißt, ein 353. So. Warum ist das 353? Das ist auch so ein Diskussionsthema, was man tot diskutieren kann. Hier ist ja der Ölfilter, hängt ja schräg drin. Beim 352er ist er, guckt er einfach nur gerade aus dem Motor raus. Der 352 ist ein bisschen umgebauter. Der hat irgendwie einen anderen Pumpensumpf, anderen Filter. Kopf wurde angeblich ein bisschen verbessert, keine Ahnung. Grundbasis ist der 352, der OM. Knapp 6 Liter Hubraum, 5,7 irgendwas. Und ja, die haben natürlich schon gearbeitet in dem Leben. Und wenn der lange stand, dann der dichtet oben im Zylinderkopf nicht über Ventilschaftdichtung ab, sondern metallisch dichtend. Und ab und zu, wenn er lange im Stand läuft, man gibt nochmal Gas, dann fangen die an zu bläuen, weil der Diesel der irgendwo raus muss. Und der hat 5 Bar Öldruck, ja, da muss ich mir keine Sorgen machen. Und wenn da mal ein Liter Öl durchgeht, dann geht da halt mal ein Liter Öl durch. Ja, würde da gar kein Öl verbrennen, wäre es auch nicht schön. Der läuft gut. Öldruck, Ölverbrauch, Dieselverbrauch, ich kann mich da nicht beklagen. Oh, fein, so, wir laden ab, bevor jetzt der große Regen wieder kommt. Am Samstag gehe ich ganz stark davon aus, werden wir das Gerödel abholen. Außer mir fällt noch was in die Hände und ich sage, wir schieben das Video noch mal eine Woche weiter. Das weiß ich noch nicht, wenn das alles klappt. Mal sehen. Seid gespannt, was hier mal wieder auf dem Hof kommt. In dem Sinne melde ich mich erstmal ab. Wir sehen uns Samstag auf alle Fälle. Und bis dahin, Leute, munter!